Hi Leute, was geht? Und willkommen zu einem weiteren Grand Roleplay Video. Schön, dass ihr einschaltet. Im heutigen Video gibt es für euch ein Case Opening mit den Grand Coins, die wir hier zusammen gesammelt haben. Und ja, es sind ungefähr 1025 Grand Coins, die wir jetzt heute zusammen ausgeben werden für die Kisten bzw. für die Cases. Und ich hoffe mal, dass ich bei diesem Weihnachtsevent auch mal was Gescheites rausbekommen werde. Geld tut natürlich auch ein bisschen gut auf dem Server, aber beziehungsweise ich hätte gern den Audi Q9, den es unter dem Shop bei Preisbehälter mit Preisen unter Weihnachten zu gewinnen gibt. Und zwar ist das der hier, bitte, ne, das ist der falsche, sondern der hier, Audi A9 meine ich, nicht den Q9. Den habe ich nämlich schon gesehen, dass ein Spieler den hat und genau den möchte ich auch noch haben, einfach so, weil er mir gefällt. Wie er fährt oder sonst was, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der Preis aktuell auf der Insel bei 700.000 Dollar liegt. Das heißt, die Versicherung ist auch nicht so teuer. Deswegen versuchen wir den heute ein bisschen zu ziehen. Ich werde aber nicht nur die Kisten aufmachen, sondern ich werde auch nochmal hier die 10er und 5er und 20er Kisten vielleicht aufmachen. Wahrscheinlich den hier eher nicht. Aber für mich lohnt sich halt aktuell eher dieser Audi A9, den ich gewinnen möchte. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Einmal 200.000 Dollar. Machen wir weiter. 150.000 ist auch okay. Und wenn wir 10 mal von diesen Kisten, also wenn wir 10 solche Cases öffnen, bekommen wir auch 100% 750.000 Dollar gutgeschrieben. Ist auch okay. Das heißt, ihr müsst ungefähr 150 Grand Coins ausgeben, damit ihr mindestens 750.000 noch zusätzlich zu euren Kisten bekommt. Weil das ist eine garantierte Belohnung. Immerhin etwas. Und wenn wir Glück haben und das ganze Auto jetzt noch gezogen haben oder Auto ziehen werden, werden wir auch noch andere Kisten öffnen. Mal schauen, wie viele wir überhaupt öffnen müssen, dass wir dieses Case bekommen, beziehungsweise dieses Auto bekommen. Weil ich jetzt gerne gehabt. 150.000, nochmal 150.000. Gerade läuft es nicht so geil. Wenigstens ein bisschen mehr Kohle wäre nicht schlecht. 500.000, das ist schon mal eine gute Ansage. 300.000 ist auch in Ordnung. 300.000. Komm schon. Komm schon, gib mir doch den Audi A9. Ich hätte den so gerne. Wie gesagt, 600.000, das ist auch gut. Wie gesagt, wir sind auf dem DE1-Server von Grand Roleplay. Ihr findet nochmal in der Videobeschreibung den ganzen Link, wo ihr mich auch nochmal unterstützen könnt, wenn ihr mitmachen wollt. Ja. Habe ich alles nochmal für euch nochmal verlinkt und den Guide, wie wir bzw. wie ihr auf dem Grand Roleplay Server spielen könnt, habe ich auch für euch nochmal verlinkt. Ist alles in der Videobeschreibung für euch verfügbar. Denkt dran, ihr braucht hier keine Whitelist oder so, also ihr könnt einfach drauf joinen. Was ihr braucht, ist Original GTA 5, Rage MP und den Grand 5 Launcher. Wobei den Grand 5 Launcher braucht man aktuell nicht. Rage MP reicht eigentlich schon völlig aus, um auf dem Server spielen zu können. Ja, das Geld wird besser. 350.000. Wir haben jetzt gleich dann 300 Coins schon ausgegeben und leider noch kein Audi A9 bekommen. Ich höre das auch vom Sound immer, ob ich Geld bekomme oder ob ich das Auto direkt ziehe. Bisher bekomme ich eigentlich nur Geld. Also man hört, bevor man die Kiste jetzt, also wenn ich jetzt hier auf Öffnen den Container klicke, hört man schon den Sound, dass man Geld bekommen hat. Das hört ihr wahrscheinlich jetzt im Video nicht, aber ich höre das. Wenn da kein Sound kommt oder so ein Schusssound eher, dann weiß ich ganz genau, okay, der Audi A9 ist gezogen aus der Kiste. So. Läuft gerade nicht so gut. Wir haben schon mehr als 150 Coins geöffnet, jetzt haben wir noch 590. Ich habe gerade 10 Millionen auf der Hand. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz zur Bank und zahlen das Geld ein. Ich nehme jetzt hier meinen AMG. Let's go raus hier. Safety first, schnell irgendwo einzahlen. Hier ist ja direkt eine Bank, wo ich wohne. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch diese Villa gekauft. Die habe ich für sehr viel Geld ersteigert, für 12,5 Millionen, was normalerweise übelst übertrieben ist. Aber die Hauspreise sind aktuell ziemlich hoch hier auf der Insel auf DE1. Da findet man nicht so wirklich viel Günstiges an Häusern. So, zahlen wir mal die 10 Millionen ein. Zack. Und noch die 50k. Zack. So, jetzt sind wir wieder bei 16 Millionen. Ich würde sagen, ich mache die Kisten einfach jetzt hier auf. Und dann kann ich das einfach direkt hier
So, einzahlen. Okay, wir haben jetzt noch 590 Coins. Ein Auto will ich mir jetzt nicht direkt holen. Wir können uns hier gleich auch was Spezielles abholen. Und zwar garantiert ein super Preis für das Öffnen von Cases. Da bekomme ich jetzt diese Schuhe hier, weil ich schon übelst viele geöffnet habe an den Kisten. Nur als Info für euch, ich wurde hier nicht dafür bezahlt, das Ganze zu machen. Oder ich habe die Grand Coins nicht geschenkt bekommen, sondern das Ganze habe ich selber investiert. Ich habe selber die Coins aufgeladen. Ich habe selber die Coins gesammelt vom Battle Pass, vom Event jetzt aktualisiert. Rechts unten 15 Grand Coins bekommt man. Das ist alles, hängt da hier mit drin. Also gut, machen wir weiter. Beim Weihnachtsevent. Ich will eigentlich nur diesen Audi Q9. Ich mache jetzt nochmal ungefähr 10 auf. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Glück haben. Vielleicht machen wir auch nur die 15er auf. Irgendwann mal, vielleicht haben wir noch Glück, dass wir den ziehen. Aber jetzt gerade sieht es halt echt schlecht aus. Scheinbar habe ich ein bisschen Pech, was das angeht, dieses Fahrzeug zu bekommen. Ich bekomme die ganze Zeit nur Geld. An sich auch nicht schlecht, wenn ich jetzt auch Geld bekomme, aber ich hätte schon gern das Fahrzeug, weil das Fahrzeug ist auf dem Autohaus oder auf dem Automarkt gar nicht kaufbar. Wenn man das Auto selber zieht, kann man es von dem Spieler so, zum Beispiel schon gar nicht kaufen. Der Spieler kann das Auto also nicht verkaufen. Oh, was ist das? Keine Ahnung, was das war. Ich habe jetzt irgendwas bekommen per Post, aber ich weiß nicht was. Ich weiß, was ich bekommen habe per Post. Und zwar, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte so, nee, oder? Jetzt bekomme ich ihn. Das sind diese Schläppchen hier gewesen. Die hier habe ich bekommen per Post. Und jetzt kriege ich dann demnächst auch diese Neonschuhe. Die ich, glaube ich, schon selber gekauft habe. Bar, aber dann kann ich ja die hier verkaufen. Die werde ich wahrscheinlich eh nicht anziehen. Die werde ich definitiv verkaufen. Die gefallen mir gar nicht. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Also was das Auto rausziehen bekommen, ist irgendwie gerade ein bisschen Pech, würde ich sagen. Naja, schon extra. Also das ist ja. Ich habe ja vor einer Woche, wo das Event schon angefangen hat, habe ich auch schon so viele Kisten gezogen. Auch nur, um den Audi A9 zu bekommen, aber ich habe den einfach nicht bekommen. Also es gibt halt Leute, die beziehen den mit der ersten Kiste. Und es gibt halt so Leute wie mich, die stecken da übelst viele Kisten rein. Übelst viele Grand Coins und die ziehen halt einfach diesen Audi A9 nicht. Finde ich eigentlich echt schade. Hätten sie vielleicht so einbauen können nach 50 Kisten oder keine Ahnung, 30 Kisten so, dass man sagt, yo, ihr bekommt den auf Krampf auf jeden Fall. Aber anscheinend habe ich da ein bisschen gerade Pech. Wie sieht das jetzt aktuell aus mit den Grand Coins? Sind wir gerade wieder bei 5,8 Millionen und wir haben noch 320 Grand Coins, also wir können ungefähr 200 Kisten noch öffnen, dann habe ich nur noch 20 und dann war es das eigentlich auch schon, was ich auch ein bisschen schade finde. Da könnte ich dann hier zweimal diese Kiste hier noch aufmachen oder viermal die Kiste. Ich glaube, ich mache dann viermal die Fünferkiste auf. Lohnt sich dann für mich dann mehr. Gut, Geld ist auch okay. Aber ich hätte schon gern den Audi gehabt. Einfach so für meine Sammlung und dass ich den mal selber fahre, wie der so ist. Vor allem, weil Warenwert 700.000 ist ja in der Versicherung auf jeden Fall schon teuer hier auf der Insel. Was heißt teuer? Günstig auf der Insel. Weil mein AMG, den ich mir geholt habe für 110 Grand Coins, der kostet halt einfach mal 4,2 Millionen oder so, sind 450k an der Versicherung, die du immer zahlst. Oder 600k, ich weiß es nicht mehr auswendig. Das ist halt wirklich sehr, sehr viel. Teilweise unbezahlbar für Leute, die kaum Geld auf dem Server haben gerade. Aber ja, dieses Case-Opening ist halt wie gesagt Glückssache. So, jetzt kriegen wir gleich wieder 57k Safe. So, haben wir bekommen. Wieder 9 Millionen. Wie viele Kisten haben wir noch? Beziehungsweise wie viel Geld haben wir noch? Oder beziehungsweise Coins, will ich sagen. Ah, das stinkt doch immer rechts oben. 185. Könnten wir nochmal. Wir machen nochmal 10 auf. 10 können wir noch öffnen. Aber ich denke nicht, dass wir den jetzt noch heute ziehen. Bei 10 Kisten sehr, sehr mau. 3. So, 4. 5. 6. 7, 8,
9. Ja, läuft echt miese und die 10. Kiste. Ja, schade. Wir haben leider den Audi A9 nicht gezogen. Nach so vielen Kisten haben wir den leider nicht gezogen, was ich extrem schade finde. Ja, dann machen wir jetzt hier noch die Fünferkisten auf. Ein paar Mal machen wir die einfach mal auf. Hätte mich auf jeden Fall sehr gefreut, wenn ich den Audi A9 gezogen hätte bei so vielen Kisten, aber ich habe leider sehr großes Pech gehabt, was das angeht. Geld ist auch okay. Geld ist immer okay, wenn man das auf dem Server hat, dann kann man sich ja andere Autos damit holen. Aber so für die Sammlung hätte ich ihn halt gern gehabt. So, das war's, glaube ich, mit meinen. Ne, ich habe noch einmal 5er gehabt. So, ich glaube, jetzt war's das. Ne, einer geht noch. Gut. Gut, 50.000. Jetzt sind wir auf 0 Grand Coins. Ja, Leute, nochmal 13 Mille gemacht. Jetzt sind wir bei 29 Millionen. Und das zahlen wir jetzt direkt ein. Da habe ich wenigstens ein bisschen Bargeld. Aber das war ein bisschen zu wenig. So, jetzt ist es eingezahlt. 29 Millionen, 671.090. Ja, das soll es dann wieder gewesen sein, Leute. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Cases zu öffnen mit euch. Schade, dass wir den Audi A9 nicht gezogen haben. Ich weiß nicht, ob das das letzte Case-Opening sein wird. Mal schauen. Jetzt erstmal ist auf jeden Fall sehr große Pause, was das angeht mit dem Aufladen hier. Es war ja hier doppeltes Event, ne? Gerade rechts oben seht ihr das ja, doppelt Grand Coins. Und ja, jetzt bekomme ich noch die nächsten 15 Grand Coins für heute, morgen und für den 3. Januar. Und dann war es das auch schon. Dann kann ich nochmal versuchen, den Audi Q9 zu ziehen oder Audi A9. Ja, ansonsten, Leute, hoffe ich, dass euch das Unboxing gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Euer Mike bzw. Wiz wünscht euch alles Gute, guten Rutsch und ciao.